und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 Remake. Ja, und im letzten Part sind wir, ja, hier angekommen, hier wie bei Leon A. Und wir müssen die gute Sherry retten. Und wir haben sogar noch eine Kassette angehört, wo wir nochmal gesehen haben, ja, wie das Ganze ja hier zustande kam. Und wir haben natürlich noch ein Elektroteil gefunden. Und heute wagen wir uns eher in diesem besonderen Teil der, ja, Map, sage ich jetzt mal, in dem Bereich, wo wir die anderen weiteren Elektroteile bekommen. Und ja, ich habe Bock, nicht, weil ihr wisst ja, das ist ja nicht so mein Lieblingsraum. Ich meine, das ist der absolute Lieblingsraum von mir. So gehen wir rein. Wir haben natürlich zweimal mit blauem Kraut, weil da dort diese Kreaturen stattfinden. Ja, und dann halt unsere üblichen Pistolen und ja. Zur Not haben wir ja noch die starke Munition. Und ja, dann haben wir halt noch so Säuregranaten, weil Brand, also ne, Brandgranaten hatten wir nicht. Naja, gehen wir einfach mal los und holen uns die anderen Elektroteile. Und ja. Na. No. Alleine schon, wenn ich den Raum sehe, bekomme ich schlechte Laune, weil, weiß nicht, ich mag den Raum einfach nicht. Und okay. Ja. Wie ist das? Ja, so ein bisschen. Das grüne Kraut nehmen wir mit. Und würde ich mal sagen, let's go. Ja, man könnte hier noch irgendwie hier ist der erste. Die anderen Dinger noch freigelassen. Ich sag's mal deren Kinder. Den ersten haben wir. Den ersten haben wir tatsächlich. Hi. Schnell, 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 schnell. Ist das noch ein Zombie? Den bringen wir noch schnell um. Nein, nein, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Ich wollte es nicht, nein. Oh. Naja. Da haben wir den jetzt aus Versehen getötet mit der Granate. Naja, wir haben es jetzt überlebt. Ich hoffe, den Rückweg schaffen wir, weil das, was er jetzt kommt, ist ja jetzt einfach, kennen wir ja schon. Und ja, noch ein rotes Kraut, das ist auch ganz gut. Da können wir, nein, nicht wegschmeißen, sondern das mit dem grünen Kraut kombinieren. Ist auch nicht schlecht. So. Ah. Okay, okay. Na, Gott sei Dank hat das schon auf. Zack. Dann haben wir das zumindest schon mal. Okay, das hat zu. Okay.
Okay. Da ist das andere Entschluss. Ich habe mich schon gefragt, wo das andere ist. Aber hier ist es. So. Und dort kann man das andere finden. Hello there. Hier haben wir den als andere Elektroteil. Oh, da sind zwei. Zack. Zack. Dass da zwei sind, habe ich jetzt nicht mehr so krass im Kopf gehabt, um ehrlich zu sein. Nochmal blau. Zack. Elektroschockgewehr haben wir jetzt. Können wir nicht mitnehmen, aber doch können wir. Kriegen wir hin. Nee, zack, zack. So, jetzt haben wir das Elektroschockgewehr. Ist okay, die Waffe, sage ich es jetzt mal. Das brauchen wir ja eigentlich. Nee, warte mal. So. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel geschossen, aber ich sag's mal so, lieber zu viel anstatt zu wenig geschossen. Oh, Junge, Junge, dann kommt ja auch noch gleich das Rätsel. So, das rein. Das da. Nee, warte. Warte, warte. Alles gut. Ich habe mich einfach nur vertan. Zack. Das da wieder rein. Ja, das Gute ist jetzt. Was können wir wegschmeißen? Das ist ja das Wichtigste. Was können wir von den Sachen... Ja, komm, dann schmeißen wir das erstmal kurz weg, weil wir brauchen es noch nicht und die wichtigsten Kräuter, sage ich es jetzt mal, haben wir ja. Die haben wir ja mit dem... Und da. Die haben wir ja für den Rückweg am besten. Und da haben wir es geschafft. Jetzt so schnell wie es hier geht nach oben und dann wieder zurück. Um dort dieses wunderbare, schöne Elektrorätsel machen. Oh Mann, oh Mann. Da hab ich ja Bock. Ich hoffe, dass der Rückweg so schnell... Sorry. Verdammt. Ei, nein, 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 nein. Zack. Rein. Toll, jetzt haben wir die hier natürlich auf unserer Seite. Ja, das wäre es natürlich jetzt am wichtigsten.
Ah, verdammt. Das ist nur ein T. Ja, ist gut. So. Das war jetzt die reinste Munitionsverschwendung. Aber es ging ja nicht anders. Es ging ja nicht anders. Die haben uns ja keine andere Wahl gelassen. Außer, ja, den Single war jetzt. Und den bringen wir irgendwo in einer Ecke. Ah. Weg da, weg da, weg da. Und das ging auch gut. Nice. Das ging noch super. Das wiederum lief aber super mit dem Ausweichen. Ich weiß nicht, waren die bei Claire schon immer so... ja, nervig? Ich kann mich nicht irgendwie daran erinnern, dass sie so hardcore nervig waren. Also die waren schon nervig, ja. Aber dass sie so übertrieben waren, weil kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Naja, wir haben es ja halbwegs geschafft, ohne Schaden. Gut, wir hatten Orange, aber dafür hatten wir ja auch noch, Gott sei Dank, noch ein Heilmittel. Viel mehr Kräuter. Ja, die wir nehmen konnten. So, jetzt holen wir uns noch das andere Elektroteil. Wir müssen aber erstmal gucken. Zack, Hilfsspray nehmen wir auch mal mit. So, wir müssen aber das andere erstmal gucken. Was ist? Das ist der Damenstecker. Das ist der Königstecker und das ist die Turmstecker. Oh, Junge. Oh Mann, da hab ich ja Bock drauf. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber. Nicht gegenüber der Dame. Der Dame ist nicht neben der Dame. Hey, muss ich mal. Muss ich mal kurz gucken. So. Die rechte Wand. Störend, Bauerturm, Springer. Nee. Das ist nicht. Nee, unsere auch nicht wirklich. Bin ich ja ehrlich. Da will ich ja so ehrlich sein. Da kommt der Bauer hin. Der Läufer. Da die Dame. So, der Springer. Der Turm. Der König. Nee. Geht nicht
Ich mache mal kurz den Cut. So, da bin ich wieder nach Biegen und Brechen. Okay, Sherry. Bin auf dem Weg. Habe ich es geschafft. Ich glaube, ich habe sogar eine Menge gecuttet, weil ich halt sehr viel überlegen musste. Aber mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit habe ich das gemacht. Ihr seht, ich habe auch ein bisschen am Inventar gemacht, sodass ich mir die Springer, also die ganzen Figuren nochmal mehrmals nehmen kann. Alle. Aber naja, wir haben es ja geschafft. Wir nehmen uns nochmal das Erste-Hilfe-Spray mit. Und ja, können wir eigentlich ja so nicken weiterziehen. Machen wir auch. Ja, weil dieses Rätsel, weiß ich nicht, ist immer so verdammt schwer. Genau auch mit einer der Gründe, warum ich wahrscheinlich auch verkacken würde beim Speedrun. Oh. Strom muss aus sein. Auch da, der Strom. Der Strom muss angemacht werden. Aber das kennen wir ja, da brauche ich nicht cutten. Zack. Strom ist an. Das ist wenigstens einfach. Und ja, nochmal ein rotes Kraut, das nehmen wir mit. Oh nein. Scheiße. Eine blaue kam raus. Eine zweite. Nun sogar noch Schaden hinzufügt. Jesus. Ich dachte jetzt schon wieder. Ja, ihr könnt, glaube ich, eventuell schon erahnen, welcher Boss. Ich lasse euch raten. Ich werde es nicht verraten. Weil wäre ja trotzdem mies. Auch wenn ihr euch wahrscheinlich das schon denken könnt. Ja, komm. Ja. Hello there. Ja. Ihr habt es wahrscheinlich, glaube ich, schon gesehen. Richtig, es ist wieder William Birkin. Ja. Naja, wir machen erstmal den Boss und danach sage ich meine Meinung nochmal dazu. Weil ich will erstmal diesen Boss hier erledigen. Gucken, ob wir es genauso schnell hinbekommen wie bei Leon. Aber ich glaube nicht, weil bei Leon dürfen wir nicht vergessen, hatten wir ganz andere Waffen als noch mit... als noch mit Claire. Eieiei. Danke. Danke. Dachte schon. So. Komm. Deswegen, ich mag auch eigentlich Leons Waffen umso mehr. Ja, komm. Der liegt noch blöd. Wir haben noch hier Maschinen. Pistole. Ich weiß nicht. Leons Waffen kann man noch viel, viel besser. Vielleicht mit dem Kram. Ja, ich weiß. Da schwießen wir doch, Claire. Ah, verdammt. Da habe ich ein bisschen doof. So, komm her. So. Ich habe eine Überraschung für dich. Einfach mal versuchen. Zack. Nee, ich glaube, das war's noch nicht. Nee.
Deswegen, weil wir haben halt mit Claire nicht so die krassen Waffen. Es ist so. Wir haben die nicht so geilen Waffen als wie mit Leon. Eieiei. Wir haben sogar nicht so geile Waffen, dass wir fast sogar sterben. Ja, komm, komm, komm. Komm, rast aus. Zack. Ich glaube, das ist, wird nix. Nee, wird nix. Ah, ah. Ab ins Auge. Verdammt. Damals ein bisschen verkackt. Würde ich sagen. So, aber jetzt hoffentlich. Mach hinne. Zur Not. Nee, ich hoffe, jetzt ist es mal erledigt. Ja. Ja. Das müsste es gewesen sein. Ja. Wir haben es geschafft. Nicht so schnell wie bei Leon. Mir so leid, Sherry. Das dauert alles ewig. Aber... Oh, da haben wir sogar noch Munition. Habe ich ja gar nicht gesehen. Bei dem Ganzen hier. Ja. Ja, was soll ich eigentlich noch groß sagen, außer... Schade, dass sie es wieder recycelt haben bei Claire. Also mehr kann ich halt nicht sagen, außer halt... Schade, dass sie es halt wirklich auch dort recycelt haben und keinen eigenständigen Bosskampf gegen Birkin nochmal gemacht haben. Und ja. Ich will dir helfen. Sherry bekam es implantiert. Ist nicht mehr zu retten. Ich hoffe, sie verarschen mich. Sie sind ihre Mutter, also rein hier. Du verstehst das nicht. William ist da draußen und wenn ich ihn nicht stoppe... Dieses Gespräch ist vorbei. Warte. Warte. Ich kann etwas tun. In meinem Labor. Es ist nicht weit. Mami? Es ist nicht genug Zeit. Millionen Leben sind in Gefahr. Sherry? Mami liebt dich, Süße. Leb wohl. Ich hoffe, die verarscht mich. Sherry, keine Sorge. Ich hol dir alles, was nötig ist, okay? Wieso tust du das? Weil es richtig ist. Danke, Claire. So. Zum Labor hin. Also zum Labor gehen. Ja. Sherry... Nö. Das Labor ist auch nicht wirklich weit. Das Labor ist eigentlich gleich nebenan.
kann man sagen. Ja. Da merkt man auch wieder, wie die Bindung zwischen Sherry und Claire weiter wächst. Das ist gut. Ist ein gutes Charakter, also so. Okay. Das ist gutes Charakter aufbauen, sage ich jetzt mal. Oh gut. Die Seilbahn. Yay. Sollte alles überprüfen. Ja. Wir sollten alles überprüfen. Wir könnten nochmal zurück und nochmal alles absuchen. Aber auch wie bei Leon, nein, werde ich nicht. Wir gehen einfach nach unten. No risk, no fun mit den wenigsten Munition aller Zeiten. Aber uns ist es egal. Wir gehen einfach nach unten und hoffen. Vielmehr, ich glaube schon, dass wir dort sehr, sehr viele... Diese Bahn fährt zum Nest. Ja. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Und dann sage ich erstmal bis gleich. Hey. Ist du okay? Deine Jacke ist so warm. Habe ich von meinem Bruder. Weißt du, sie soll mir Glück bringen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Soll das ein Witz sein? Du kamst doch super klar ohne mich, bis ich kam und dich in Schwierigkeiten brachte. Ich hab was von dir. Ich will das nicht. Wirklich? Wieso nicht? Ist so hübsch. Ist von meiner Mom. Zum Geburtstag letztes Jahr. Mein einziger Wunsch war, dass sie öfter daheim ist. Ich weiß, es scheint so, als wärst du deiner Mom egal, aber... Hey, Sherry, komm her. Halte durch, okay? Nest wird in Kürze erreicht. Ist okay. Ich hab dich. Komm schon. So. Jetzt sind wir hier im Nest und... Ja. Mit Sherry geht es nicht gut. Klar. Ich bring dir ein Heilmittel. Halt einfach durch, Sherry. Ist okay. Aber das sollten wir ja eigentlich schon so schnell wie es geht hinkriegen. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Lässt. Yay. Das Labor durchsuchen. Ja, wir gehen erstmal da rein, weil da ist ein Bett drin. Okay. Hier ist gut. Okay. Was jetzt? Irgendwas muss doch hier sein. Antivirales Agens. Das ist es. Das muss es sein. Hey. Hey, Sherry. Ich muss gehen. Du bleibst genau hier, okay? Ich bin bald zurück. Versprochen. Ja, jetzt haben wir auch das ID-Armband, was wir von der guten Sherry bekommen haben.
oder uns einfach genommen haben und Jerry denkt sich so, ja, nimm mal. So, Karte des Labors Nordbereich haben wir jetzt. Und kennen wir das schon? Wichtig, Nest weiter, weiter Alarm. Aufgrund eines Vorfalls im Nordbereich sind alle Nest-Mitarbeiter dazu angehalten, sich das Angel Viral Agents Devil zu verabreichen. Devil ist die einzige Möglichkeit, die G-Mutation zu verhindern. Sollten Sie mit dem G-Virus infiziert sein, suchen Sie umgehend medizinischen Personal auf, um die G-Zellen in Ihrem Körper zu isolieren und zu zerstören. Diese E-Mail wird bei einem Notfall automatisch erstellt. Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Ja, also wissen wir Bescheid, dass wir sowas finden sollen. Also so ein G-Mutation-Ding da, ne? So, dass wir Sherry damit helfen können. Inventarbox, haben wir hier irgendwas? Nö, eigentlich nicht, ne? Nee, außer Schießpulver, Nadelkartuschen können wir ja nochmal mitnehmen. Aber eigentlich brauchen wir noch das Elektroschockgewehr noch nicht. Ich glaube, ich werde es auch nicht einmal verwenden, weil... Also wirklich ernsthaft, also wirklich gebrauchen tut man es eigentlich nicht. Ja, Schlafraumprotokoll kennen wir eigentlich ja schon mit diesem guten Ryan Lee. Deswegen, man braucht es eigentlich nicht. Und ich finde die Waffe auch nicht wirklich gut. Muss ich sagen, bei dem Claire B. Run. Also ich weiß nicht, deswegen, ich finde Leons Waffen, also klar, der... Oh Gott, nein. Mit so wenig Munition weiß ich nicht, ob ich das wirklich so schlau ist, hinzugehen. Klar, da ist sehr viel Sachen, wahrscheinlich auch noch sehr viele Granaten. Aber gerade in unserer Situation, wo wir noch richtig wenig Munition haben... Warte. Geh weg. Da ist die Nadelkartusche gewesen. Ich wollte da nicht lang. Danke. Naja. Haben wir jetzt ein bisschen Schaden mitgenommen. Ein bisschen was mitgenommen. Klar, das war jetzt eine Nadelkartusche. Na gut, wir haben jetzt ein Munition verschwendet, aber hey, wir haben wenigstens ein paar Sachen mitgenommen. Zumindest auch hier munitionstechnisch. Messer. Schießpulver. Dann können wir nochmal neue Munition damit machen. Das ist auch sehr wichtig. Und dann würde ich sagen... Na komm. Ja. Mist. Du brauchst nicht kommen, Bruder. Ja, wie schnell. Also manchmal haben die einen Speed drauf, die Zombies, muss ich sagen. So. Den lassen wir einfach liegen. Wir schießen den nicht nochmal neu an. Wir lassen ihn am besten liegen. Zack. Jetzt haben wir nochmal so ein Ziel-Ding für unseren Elektroschockgewehr. Zack. So. Machen wir das hier zumindest blau. Wenn ich das so... Oh Gott! Ja, ist gut. Und das meinte ich, die sind manchmal... Oh Gott! Also manchmal sind die manchmal echt random platziert, die Zombies, muss ich sagen. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Ja, das ist ja auch schön, dass er meine Anforderungen braucht.
Dann würde ich sagen, gehen wir hier noch mal ein bisschen rüber. Ah, das hat sich geändert. Dieses Elektro-Ding ist dort jetzt. Ja, das kennen wir ja schon mit Alpha und C-Person und. Also das ist das Antivirus im Westbereich. Ja. Also rein theoretisch können wir jetzt noch mal zurück, aber ihr habt gesehen, was da ist. Nein, wir gehen nicht zurück. Erst wirklich später, wenn wir ein bisschen mehr Munition haben. So. Klar, das ist, also wie gesagt, ne, versteht mich nicht falsch. Klar, das ist geil, das ist Survival-Horror, Munition, also ne, es ist, man hat hier mit Munitionsmangel zu kämpfen. Bei Leon hat man es auch für eine gewisse Weise, aber das ist, wenn man es auf jeden Fall mal so sieht, ist der A-Run auf jeden Fall der einfache Run anstatt der B-Run. Auch mit Claire, klar, man erlebt, sage ich es jetzt mal, das auch dort das gleiche mit einem anderen Unterschied, ne? Und, aber was der Unterschied ist, möchte ich jetzt nicht sagen, aber vom groben Grundprinzip her hat sich nur eine Sache vertauscht. Bei den Claire A-Run. Aber ihr seht es ja. Es wiederholt, also es wiederholen sich viele Sachen. Und das finde ich halt extrem schade, weil das Spiel, wie gesagt, es ist immer noch ein richtig gutes Resident Evil. Einer meiner absolut, also mit einer meiner Lieblings-Resident Evils. Ist es sogar. Und ich mag es sogar. Ich spiele es gerne. Und. Weil es ist ja halt kein schlechtes Resident Evil, aber. Ah, okay, das ist das Ding. Ja, dann. Ich glaube, das werden wir halt auch im nächsten Part machen, so wie bei Leon. Weil wir haben ja auch einiges so erschafft. Ja. Auf jeden Fall, wir speichern hier erstmal kurz. Also wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ich mag Resident Evil, ich liebe diese Franchise, ich liebe auch diesen Teil, also diesen Remake, gerade halt für Leute wie mich, die originalen Teile leider nie gespielt haben, weil sie ja zu spät erst mit der Reihe in Berührung kamen, finde ich es trotzdem extrem schade, dass sie bis jetzt nicht so innovativ geworden sind, dass sich das zum Beispiel im Polizeirevier ein bisschen... Oder wiederholt hat, muss man sagen. Zum Beispiel das mit dem Medaillon. Oder auch mit dem Birken Bosskämpfen. Nicht, dass Birken der Bosskampf ist, nein. Aber da sage ich jetzt schon mal, hätten sie wesentlich kreativer, oder vielmehr, da hätten sie mal ein bisschen kreativer sein können und was anderes machen können. Aber naja, das ist dann leider nicht so gekommen. Hat sich leider so wiederholt. Mit dem Bosskampf mit Birken. Und ja, ihr könnt ja unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet bis jetzt. Findet ihr es auch schade, so wie ich, dass sich die Sachen bis jetzt wiederholen, so dass ihr denkt, ey, das ist ja eigentlich so gesehen im Grunde der A-Run, bis auf, dass wir halt Claire spielen. Und ja, aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet mit den Birkin-Kämpfen, dass sie sich bis jetzt wiederholt haben oder generell, dass sich jetzt der größtenteils bis jetzt alles gleich anfühlt, außer das mit dem Waisenhaus. Wie gesagt, immer noch der beste Part im ganzen Resident Evil 2 Remake, das sage ich euch jetzt schon, das habe ich auch in dem Part gesagt. Ja, aber bis jetzt, bis auf die Teile, hat sich ja größtenteils alles wiederholt. Könnt ihr ja schon mal dort in die Kommentare schreiben. Wir sind jetzt im Nestlabor und da machen wir im nächsten Part weiter. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Würden wir uns darüber sehr, sehr freuen. Und für alle, die neu auf diesem Kanal sind, da könnt ihr auch ein Abo hinterlassen. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine unseres Videos mehr verpasst. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Part. Vielmehr bis nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt Resident Evil 2 Remake. Ciao.